Hallo Leute, heute will ich mit euch zusammen mal einen Blick auf Balloon Fight werfen. Ich habe ja angekündigt, dass ich drei Spiele oder so zu Ehren von Iwata euch vorstellen werde. Und das erste ist eben Balloon Fight. Also Iwata hat an den drei Spielen mitgearbeitet. Und ja, das erste ist Balloon Fight und es wurde für das NES veröffentlicht in Japan Famicom. Und das 1985 und Ende 84 kam das Ganze auch auf Arcades raus, also doch davor. Ich hoffe, es war verständlich. Wir spielen jetzt zuerst mal das ganze oberste Ein-Player-Game. So, mein Ziel ist es, läuft ja gut, die anderen zu killen und mich nicht killen zu lassen. So. Das soll kein Let's Play werden. Das soll nur ein kleiner Einblick in das Spiel werden. Das Video wird nicht so lang. Einfach nur sowas nebenbei. Ja, Iwata hat 1983 oder so erfahren, dass Nintendo an einer Konsole arbeitet. Also natürlich war der da noch nicht bei Nintendo. Er war bei so einer Entwicklungsschmiede. Ich glaube, der war da schon bei Hall. Einer von fünf Entwicklern. Also Hall Laboratory. Die, wo dann auch Smash Bros. Gemacht haben und so. Und ja, da hat er erfahren, dass Nintendo eine Konsole macht und der ist dann zu denen gegangen und hat gesagt, hey, ich will ein Spiel entwickeln. Und ich glaube, das hier, also nicht glauben, es ist so, das war eins der ersten Spiele, an der Iwata, oh, jetzt hat mich der Lappen da unten erwischt, Iwata mitgearbeitet hat, also eins der ersten Spiele. Ja, recht simpel, wie eben alle NES-Spiele, oder beziehungsweise die meisten. Ist ein Klassiker. Ich spiele die Wii U Virtual Console Version. Die kostet 5 Euro im eShop des 3DS und der Wii U. Ich weiß, ziemlich saftiger Preis für so einen Klassiker. Aber ich habe es damals, da gab es eine 30% Aktion zu Anfangszeiten der der Wii U halt. Und ja, da habe ich zugeschlagen. Oh, und ich habe alle erwischt. Cool. Das war so ein kleines Minigame. Super Bonus. Cool. Und ja, ihr könnt das Spiel auch in Super Smash Bros. Für Wii U anspielen. Da gibt es ja so Demos und da ist das, glaube ich, auch dabei. Also ihr müsst euch das Spiel nicht für 5 Euro kaufen. Ihr könnt da auch ein bisschen antesten. Ist ganz lustig. Aber Leute, die keine Pixelgrafik mögen, die werden damit auch nicht viel Spaß haben. Also ist ein typisches Punktesammelspiel aus den NES-Zeiten. In Nintendo Land gab es... Oh, jetzt hat mich der Stromblitz erwischt. In Nintendo Land gab es auch ein Minispiel, das auf Balloon Fight basiert. Und zwar den Balloon Trip Modus, den sehen wir uns nachher noch an. Also auf den basiert das Minispiel in... Oh, kacke. In Nintendo Land. So, ich stelle mich hier gerade schlecht an. Ich habe das Spiel auch länger nicht mehr gespielt. In Super Smash Bros. For 3DS gibt es auch eine Balloon Fight Stage. Die ist ganz cool. Da kann man nämlich auch zu den Seiten raus. Also so, wie man es hier kann. Oh, der Fisch kommt! Abhauen! Okay, ich habe überlebt. Da kann man nämlich zu den Seiten raus und kommt dann auf der anderen Seite wieder raus. Die Stage ist echt cool. Und rausfliegen kann man nur entweder unten oder oben. Also der Fisch lauert auch unten. Also die Map ist echt cool. So, ich habe nur noch einen Ballon und dann sind all meine Leben dahin und ich habe verloren. Und ich glaube, das wird jeden Moment passieren. Okay, da haben wir es auch schon. Game over. Ja, so schlecht war ich doch nicht. Doch war ich. So,
So, dann gibt es noch den Zwei-Spieler-Modus. Da kann man dann einfach das zu zweit machen. Man braucht natürlich einen zweiten Controller. Und man kann sich auch selber behindern. Moment, ich stelle kurz ein, dass ich der zweite Player bin. Weil der muss jetzt... Wie macht man das eigentlich? Da oben. Das seht ihr jetzt leider nicht. Das ist nur auf dem Gamepad eingeblendet. So, jetzt steuere ich gerade... Geh weg. Den zweiten Spieler. Moment, ich muss kurz nochmal machen, damit der erste sich bewegt hat, damit er nicht mehr so blinkt. So, wieder umändern. In den zweiten Spieler. Man kann sich da nämlich auch selber behindern. Ist ganz lustig. Man kann entweder zusammenarbeiten oder den anderen killen. Ich, hinterhältige Schlange, würde natürlich meinen Mitspieler killen. Ja. Ist bestimmt aufregender, wenn man das mit einem menschlichen zweiten Spieler spielt. Beziehungsweise mit einem richtigen. Ja, soviel zum Zwei-Player-Modus. So, wie gehe ich jetzt zurück? Einfach auf Zurücksetzen. Ja, mir egal. Jetzt spielen wir den Balloon Trip-Modus. Der ist ganz cool. So für heiß. Ja, muss jetzt die Vorschau kommen. Hallo, nein. Achso, ich bin auch auf zweiter Player umgeschaltet. Ja, das erklärt alles. Der ist ganz spaßig, da muss ich nämlich den Hindernisparcours hier meistern. Also es scrollt hier rum und ich muss halt den Blitzen oder was das sein soll ausweichen und... Ja. Und die Ballone oder Ballons oder was auch immer der Plural davon ist, einsammeln. Oh, das war knapp. Und das gibt Punkte. Also auch so typische Highscore-Ding. Aber da war ich mal echt gut. Und wenn man die Blasen einsammelt, dann bleibt die Zeit stehen. Und ich kann hier gemütlich alles einsammeln. Oh, schon wieder eine. Hallo, Blasenkuppel. Ja, der Rettungsmove vom Bewohner, der basiert, also in Super Smash Bros., der Rettungsmove vom Bewohner, der basiert auf dieses Balloon Fight, Balloon Trip Ding. Der bekommt dann nämlich auch so einen Helm mit Ballonen, Dingern halt. Und ja, dann schwebt er. Weil den Balloon Fighter, den könnte man nur schwer als Charakter, machen. Dem fehlen einfach die Moves, weil er ja eigentlich nur fliegen kann. Obwohl Sakurai würde bestimmt irgendwas einfallen. Wir kennen ja diesen verrückten Teufelskerl. Naja, trotzdem. Als Up-Smash für den als Rettungsmove für den Bewohner. Passt's echt gut. Und ja, eine Stage im 3DS-Teil. Er ist echt heute noch ziemlich präsent. So, ich lebe heute lange. Kann ich ja schon fast stolz auf mich sein. Ich bin aber mal echt ziemlich weit geworden. So, mit der Wii U Virtual Console kann man ein bisschen mogeln. Und hier Speicherpunkte setzen. Wenn ich jetzt also sterbe, muss ich nicht von neu anfangen, sondern kann einfach hier den Save State laden. Und einfach hier weitermachen. Ist zwar mogeln und man könnte so theoretisch seinen Highscore ins Unendliche treiben, aber naja, ist halt so. Läuft ziemlich gut. Der Fisch lauert natürlich unten, also nicht so nahe an dieser Okay, vergiss es. Jo, somit war das alles von Balloon Fight. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Ich konnte euch ein paar Randinformationen geben. Echt ein ziemlich lustiges kleines Spielchen. Zu alten Zeiten war das bestimmt spektakulärer, aber für Retro Fanatiker ist das Spiel bestimmt ganz nice, auch heute noch. Und wie gesagt, schaut euch die Demo einfach mal in Super Smash Bros. For Wii U an. Also könnt ihr dann ein bisschen spielen. Ihr müsst nicht gleich 5 Euro dafür ausgeben.
Aber naja, ziemlich cooles Spiel. Und ja, danke, Iwata, dafür. Vielen Dank.